zum Außenposten Tykis. Sie stehen genau davor. Was ist mit dem Rest Ihres Trupps? Sie sind alle tot. Wir wollten zu den Wissenschaftlern, aber... Nur ich bin noch übrig. Was ist mit Verstärkung? Dafür hatten wir Jäger, aber das ist wegen des Reapers zu gefährlich. Sie können es nicht wagen. Ist hart, aber ohne deren Hilfe sehe ich keine Chance reinzukommen. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Krieg hasse? Taylor und Schwan, hier Außenposten Tykis. Gibt es auf dieser Frequenz noch jemanden? Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Commander Shepard ist hier. Verstanden. Hier Talon 1. Bin unterwegs. Talon 5 im Anflug. Bodenziele bestätigt. Waffen überhitzen. Fackeln Sie auf. Sauber. Ich decke sie von hier aus. Commander Shepard, ich gebe Ihnen Deckung. Wir bringen Sie in diesen Tempel. Ich stehe im Mist. Fuck! Ich kam nicht mehr weg. Damn it. Beleben. So, die ist hin. Es kann doch nicht sein. Scheiß Raketenwerfer da oben. Warum kümmert sich denn keiner darum? So. Ich erkenne direkt eine Drohne drauf und am anderen sind sie. Immer schön auf den Kopf. Das war jetzt scheiße knapp. Zweimal gestorben, aber jetzt haben wir es. Vorwärts! Das ist unsere Chance! Wird stressig.
So. Energieentzug. Alter. Singularität bitte. Ich würde echt gerne abspeichern. Okay, die ist nicht so stark gepanzert. Ich habe Probleme. Meine Schilde wurden soeben beschädigt. Was habe ich hier noch für Waffen? Ich wiederhole. Viele Opfer. Wir müssen dafür sorgen, dass es das wert war. Okay, die sind jetzt abgeflogen. Munition wäre jetzt echt geil. So, Munition ist wieder voll. Sieht aus, als wäre hier alles sicher. Gehen wir rein. Lassen Sie mich mal sehen. Puh. Es ist eine Militärchiffrierung. Ich denke, ich kann sie deaktivieren. Militärisch chiffriert? Das scheint mir übertrieben. Vor allem, weil nur noch wenige der Assane-Doktrin folgen. Rein geht's. Hallo? Ist da jemand? Doch, die Wissenschaftler müssten hier sein. Sehen Sie sich um. Das, was wir suchen, ist vielleicht eins von diesen Artefakten. Ich vermute, das sind die Wissenschaftlerinnen. Ihre Kehlen. Was ist mit ihnen? Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Wir müssen da allein durch. Ein Verräter. Wer soll das denn sein? Die Göttin Athame selbst. Ein Relikt des alten Glaubens. Beeindruckend. Vor allem, weil niemand mehr ihre Religion praktiziert. Es ist ziemlich raffiniert. Selbst für unsere Verhältnisse. Obwohl Athame historisch sehr bedeutsam ist. Früher glaubten wir, die Götter wären von der Welt getrennt und blickten auf uns herab. Ein proteanischer Sender. Sicher? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Der auf dem Mars gab uns den Tiegel. Sowas zu verschweigen ergibt durchaus Sinn. Das kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Sie sagten, dass der Tempel tausende Jahre alt ist, Lia. Viel Zeit, um ihn zu untersuchen. Das macht es noch nicht wahr. Aber sehr wahrscheinlich. Die Asari bräuchten nur ein paar wissenschaftliche Fortschritte und wären im Vorteil. Und so ist es auch, wenn ich das anmerken darf. Dann hätten die Asari dieses Wissen teilen müssen. Unsere Lage wäre dann heute nicht so verzweifelt. Das wissen Sie doch gar nicht, Shepard. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Wir haben kaum Zeit, es herauszufinden.
Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Vielleicht ist das genau der Punkt. Bei der Göttin. Buchstäblich. Sehen Sie sich um. Es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Unglaublich. Okay, versteckte Verbindungen finden. Für einen Proteaner zu halten, Shepard. Der Dechiffrierer, den Sie vor Jahren auf Pharos bekamen. Hier ist keine Verbindung. Ist es zu fassen, dass wir so nah dran sind? Wenn wir haben, was wir... Die war's, würde ich sagen. Anscheinend versorgt jeden. Er ist nichts. Da ist eine. Der Sender fährt hoch. Ich kann's deutlich spüren. Es sieht immer noch nicht so aus, als wäre. Sieht nicht aus wie eine Verbindung. Ich kann nicht glauben, dass der ganze Tempel nur Tarnung ist. Geheimnisse versteckt man am besten dort, wo sie jeder sieht. Ich habe seit Jahrhunderten Daten daraus entwickelt. Geschafft. Wir haben dann greifen wir drauf zu. Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr. Lange geben. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postproteanischer Zyklus bestätigt. Was sind Sie? Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Systeme werden runtergefahren. Nein, halt! Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tiegel fertigzustellen. Ein Proteaner. Interessant. VI. Ich bin Vendetta, ein modernes virtuelles Konstrukt von Pashek Vran, Leiter des Projekts, das sie Tiegel nennen. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Tranbir 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Waren alle Proteaner so hart? Was war zu ihrer Zeit mit dem Tiegel? Warum haben die Proteaner ihn nicht eingesetzt? Wir wurden intern sabotiert. Eine Splittergruppe war der Ansicht, wir sollten die Reaper beherrschen, statt sie zu vernichten. Das hat unsere Schlachtordnung ausgehebelt, denn die Separatisten waren indoktriniert. Die hatten es wohl mit ihrem eigenen Unbekannten zu tun. Unsere Studien der Vergangenheit führten zu dem Schluss, dass Zeit zyklisch abläuft. Viele Muster wiederholen sich. Wie die Reaper-Angriffe. Und mehr. Dieselben Gipfel der Evolution, dieselben Täler der Auflösung. In jedem Zyklus gibt es dieselben Konflikte, nur unterschiedliche Details. Die Wiederholung ist zu prägnant, um Zufall zu sein. Wir dachten, dass die Reaper für das Muster verantwortlich sind. Möglich, obgleich ich der Ansicht bin, dass die Reaper nur Diener des Musters sind, nicht seine Herren. Wer ist dann der Herr? Unbekannt. Seine Präsenz kann nicht beobachtet werden, nur erschlossen. Klar ist nur seine Absicht. Galaktische Vernichtung. Und Sie stehen jetzt vor diesem Abgrund. Noch besteht Hoffnung für den Zyklus. Was ist bloß der Katalysator? Billionen von Leben stehen auf dem Spiel. Es stehen immer Billionen Leben auf dem Spiel. Doch wenn die Reaper schon da sind, um ihren Zyklus zu beenden, kommt dieses Gespräch zu spät. Wir können den Zyklus durchbrechen. Wir haben ihre Pläne für den Tiegel gefunden und bauen ihn bereits. Der Tiegel ist kein Entwurf der Proteaner, sondern das Ergebnis von zahllosen galaktischen Zyklen, die Jahrmillionen zurückreichen. Jeder Zyklus fügt etwas hinzu, jeder verbessert ihn. Doch bisher hat niemand die Reaper damit erfolgreich besiegt. Dann werden wir die Ersten sein. Was ist der Katalysator? Wenn Sie den Kampf fortsetzen möchten, werde ich Sie nicht daran hindern, obwohl ich Ihre Erfolgschancen für minimal halte. Wir gehen das Risiko ein. Gut, wenn Sie den Plänen für den Tiegel gefolgt sind, integriere ich mich in Ihre Systeme und helfe bei dem Katalysator um. Indoktrinierte Präsenz geortet. Aktiviere Sicherheitsprotokoll. Okay, da kommt also der Verräter. Haben die Wissenschaftler getötet. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Der Unbekannte.